Den muss man auch nicht kennen. Mal ein Foto für die Billy. Nee, wir gehen da nie hin, ne? Man, die Hochhack ging zu. Ach, die Geschichte. Meine Ich bin extra wegen ihm nach Dresden gekommen. Und ich bin nur extra wegen dir nach Dresden gekommen, damit du wegen mir zu nach Dresden kommen kannst. Ich bin dein Fan. Nächstes Jahr fahren wir einfach zusammen nach Dresden. Ist das ein Wort? Oh, Werbezeit. Ja, wir müssen an der Stelle Schluss machen. Hashtag Werbung. Genau, richtig. Nein, also absolut geil. Auch an seinem Stand hier, muss ich sagen, wunderbar. Ja? Du bist ein geiler Typ, genauso wie ich mich kenne. Wie ich dich mir vorgestellt habe. Oh. Mit dem Küssen kann man immer ganz gut wieder abkürzen. Ja, okay. Guck mal, deine Crew, die guckt schon ganz ungläubig da. Muss man reden. Eine Top-Crew. Ja, und der hinter der Kamera fehlt zum Beispiel. Aber ja, man trifft viele interessante Leute und Sivi. Nein, wir haben Sivi heute getroffen. Also ich freue mich, ich freue mich jetzt ohne Scheiß. Ich freue mich richtig. Ich knall den gleich ein paar. Ich so ein Blutdoktor! Junge! Guck, jetzt guck, da siehst du. Junge, so Feuerball, Junge! So, okay, muss man das stört das eine? Ja, jetzt schon. Ja, okay. Okay, jetzt ja, jetzt nicht. Ist da irgendwas auf der Linse? Oh, ne? Auf die Linse knutschen. Also, mega geil. Nein, also, Sibi, ganz ehrlich, ich freue mich wirklich mega, dass du hier bist. Ich konnte das auch irgendwie gar nicht realisieren, weil ich weiß, ist ja echt viel Stress. Und, aber du bist ja gleich wie die größte Familie dazu. Total geil. Total geiler Typ. Vor allem ein ehrlicher Typ. Danke. Danke dir. Das war also mega lustig. Auch den Liebesbrief. Ist gar. Moment. Ich mach kurz. Ich und beruht auf Gegenseitigkeit. Ne? Hier, mit Liebe und so. Ach, da. Genau. Extra für Willi. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich schneide das raus wegen meiner Frau. Obwohl. Vielleicht guckt sie sich das nicht an. Ich versuche das zu kontrollieren. Die hat mich nie abonniert, ne? Nee, dann das war. Na doch, hat sie. Achso, Die findet dich geil. Sie findet dich gut, nicht geil. Diesen Text schreibe ich jetzt ganz aufwendig um. So, Willi, ich liebe dich. Ich liebe dich, ne? Ja, Willi, ich liebe dich. Dein dich liebender Sibi. Ja, so viel Platz war leider nicht auf der Karte, aber. Nein, aber ich sag's dir einfach. Sibi, aber für die dich jetzt nicht kennen. Ja. Also, was machst du? YouTube, Instagram, so ein paar Videos. Ja, du hast ja über 1000 Videos, die hast ja schon lange geknackt, glaube ich. Ja, ne? 1000, fast an die 2000, wenn man Facebook dazu nimmt, ja. Ja, ich polarisiere Themen, das heißt, wenn Leute keine Rettungsgasse bilden, Angriffe auf Einsatzkräfte, so in die Richtung, wo ich dann einfach auch mal auf den Tisch schaue und sage, geht gar nicht, sowas macht man nicht. Super, ja. Aber auch so ein bisschen aus dem Blaulicht-Comedy-Bereich, ein paar lustige Sachen erzählen. Ich arbeite seit 15 Jahren im hauptamtlichen Rettungsdienst. Da gibt es genug zu erzählen, oder? Ja, da kann ich Bücher mit vollschreiben, also ist so. Okay, ja, ich schreibe ja auch tatsächlich gerade an einem Buch, aber ne, was die lustigen Dinge angeht, also Blaulicht im Kopf, tatsächlich. Ne? Aber das wird doch bestimmt nur ein Malbuch, oder nicht? Ich mal ehrlich. Na, ich wollte dich fragen, ob du das für mich schreibst. Also ich malt die Figuren und du schreibst es, ne? Also ich brauche noch jemanden, der Buchstaben. Wir können ja die Kollegen von der Polizei fragen. Vielleicht können die das machen. Also das Tippen. Die können doch Einsätze tippen. Das können die doch. Man so, jeden Tag. Okay, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Weiter geht's. Okay, alles klar. Gut, okay. Nein, also ich mache auch so ein paar Videos. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und deswegen, ich kannte dich ja schon vorher durch deine Videos, weil ich es absolut geil finde, dass du für die Nachwuchsgesundung dich einsetzt. Auch mit helfender Hand. Ja, ich mache es natürlich auch eine ganz spezielle Geschichte. Ne? Ich polarisiere natürlich auch viele negative Themen, die mit unserem Berufszweig oder mit unseren Tätigkeiten im Ehrenamt, wie auch immer, zu tun haben. Aber du machst es auch auf diese lehrreiche Art und Weise. Und das finde ich unheimlich wichtig. Ich habe es heute auch gesehen. Deine Fanbase ist riesig. Was hier für Zwerge ankam, und da schwöre ich dir, alleine du bist der Grund, dass sie sagen, ich habe Bock auf die Feuerwehr. Und deswegen kann ich nur den Hut ziehen. Absolut geil, dass danke, du das danke. Machst. Es wird viel zu wenig gemacht, leider Gottes, in der heutigen Zeit. Wir sind in der Computerzeit. Die meisten Kinder sitzen an der Daddelkiste und sind am Spielen. Ja, und gucken dann. So. Und da muss ich sagen, deswegen echt Hut ab. Ist kein Mist. Wollen einfach machen. Wenn ihr was machen wollt, ich denke mal, fragt das uns Sie, fragt der Willi. Wir helfen gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche jetzt ja auch gerade so ein bisschen den Leuten das Schneiden zu zeigen. Wenn die in der anderen Feuerwehr irgendwelche Filme machen wollen, machen. Ne? Nachwuchsarbeit gibt es kein Rezept für. Das kann so sein, das kann so sein, das kann ganz noch besser, viel besser sein. Ja. Machen einfach. Ne? Und so ist das. Und vor allen Dingen,
mitmachen. Nur wer mitmacht, kann auch helfen. Ne? Und wenn bei euch das mal brennt, möchtet ihr natürlich auch, dass schnell jemand kommt und dann im Endeffekt eure Angehörigen, eure Familie, wie auch immer, aus dem brennenden Haus rausholt. Und das kann man nur gewährleisten, wenn auch welche da sind, die mitmachen. Deswegen Daumen nach oben, mitmachen. Genau, und wenn es deiner Mutter schlecht geht, willst du auch, dass schnell der Rettungsdienst kommt, brauchst du auch die Leute im Rettungsdienst auch helfen. Das ja, ist ja, also nicht, wenn ich auf dem Rettungsdienst bin, aber die alle anderen Kollegen. Nein, aber ich weiß, dass du auch ein Tiefstapler bist. Du hast ja sehr viel Ausbildung in dem Bereich. Ja, das weiß ich ja. Nein, also du bist ja schon einer vom... Aber okay. Boah. Im Endeffekt machen wir alle dasselbe. Wir arbeiten alle im Blaulichtmilieu. Das ist eine große Familie, ob ehrenamtlich, hauptamtlich, wie auch immer. Genau. Aber es kann nur funktionieren, wenn die Kette zusammenhält. Insbesondere die Koalition. Koalition. Schnitt. Koa, was? Koalition. Zusammenarbeit. Koalition. Die Koalition aus Feuerwehr und Rettungsdienst ist natürlich recht häufig, auch mit Polizei. Und das ist wichtig. Und deswegen immer... Da den Daumen hoch geben, ruhig was lernen und mit zur eigenen Feuerwehr nehmen. Auf jeden Fall kann es nicht schaden. Ja, oder welche Organisation überhaupt. Ne? Also es war lieb von dir, aber es geht jetzt gar nicht um mich, es geht um euch, es geht um uns alle. Ne? Es geht um auch alle BOS. So ich bin gar nicht so ein Abonnentenjäger, wie es manchmal scheint. Klar freue ich mich über ein bisschen über Anerkennung, aber es ist wichtig, dass was bringt. Und das habe ich das Gefühl heute auch, das Feedback, wie du schon sagst. Definitiv. Es bringt was. Man hat es gesehen, der Tresen war voll. Insbesondere die Kids, aber auch natürlich Erwachsene, die gesagt haben, ey Willi, ist geil, was du machst. Und das finde ich gut. Deswegen finde ich es auch gut, dass du so einen Stand hast. Und ich glaube, nächstes Jahr sollten wir vielleicht mal gemeinsam irgendwie sowas machen. Ich mache alles mit. Also grundsätzlich mache ich mal mit allen alles. Ja. Aber ich muss sagen, dass mit du hier... Mit allen alles? Ich glaube, das muss ich auch rausschneiden. Ach ja, stimmt. Okay. Nein, aber ganz ehrlich, vielen Dank für dein, dass du hier warst. Vielen Dank, das ist auch ein Respekt und ein freundschaftlicher Dienst, den du mir erwiesen hast. Das ist ja eine weite Reise gewesen. Ne? Klar, durch die Messe interessierte dich irgendwie auch. 7 schon, 500 Kilometer. Aber so ein Auto hatte ich auch mal. Hauptsächlich bin ich wegen dir gekommen. Ja, der war gut. Hat ein bisschen gedauert. Ja, wie schon gesagt, 7 schon gefahren. Aber nee, bin ich ja wegen dir hergekommen, alleine um dich auch persönlich mal kennenzulernen. Wir kannten uns ja bisher auch nur über das Internet, vom Telefonieren. Und einfach, um auch diese Verbindung mal herzustellen. Voll geil. Wenn man gemeinsam was reißen kann, perfekt. Nee, finde ich gut. Also vielen Dank. Ich weiß es zu schätzen und werde mich belohnen bei nächster Gelegenheit. Freue mich. Schnell aus, jetzt wird's gut. Was sagst du zu dieser Messe? Wie gefällt sie dir? Also ich bin überrascht, weil mir vorher gesagt wurde, die ist nicht so riesig groß. Es sind ja über 250 Aussteller. Wahnsinn, ne? Das merkt man schon. Ja, da ist hier schon einiges. Ja, das stimmt. Ist schon richtig was los. Es ist vielseitig, ne? Ich finde das gut. Ja. Und ich habe erstmal so bewusst wahrgenommen, diese ganzen ABC, ne? Atomare, Biochemische, das hier, die Geigerzählermessung, Gasmesser, Schutzanzüge, finde ich total geil. Also total gut. Also, sehr vielseitig. Ja. Jetzt wird dir, ich wünsche das Licht. Klasse, oder? Das ist schön. Klasse. Ja. Also kann ich nur, wie gesagt, die Besucherzahlen steigen ja auch ständig. Ne? Von daher ist das super. Guten Tag. Deswegen schön, dass er stand. So. Ich will mal jemand kurz in meine Aufnahme machen. Ich wollte euch einfach nur mal vorstellen. Das ist der Willi. Der war schon interessant, glaube ich. Das aber jetzt ist er halt, ne? Der war Kopf richtig durch. Wahrscheinlich der Daumen durch den Kopf. Das ist mein Schatz.